Wald ist Erholung. Waldbahn. Aus politischer Sicht ist Wald Schutzgut, Wirtschaftsfaktor und Kohlenstoffsenke. Oh, Totholz soll gut sein? Schwachsinn! Holz ist nachhaltiger Baustoff, erneuerbare Energie, die hier verrottet. Ich werde depressiv. Es gibt 1378 totholzbewohnende Käfer in Deutschland. Von denen sind 27% bestandsgefährdet. Und es gibt 9000 totholzbewohnende Pilze in Deutschland, von denen mindestens 10% bestandsgefährdet sind. Aber es gibt auch andere Ansprüche an den Wald. Wald soll Gewinn erwirtschaften, Wald soll CO2 aus der Atmosphäre binden und vieles andere mehr. Wie sollen unsere Wälder alle diese unterschiedlichen Funktionen erfüllen? Eine Quadratur des Kreises. Aber es gibt Lösungsansätze. Zum Beispiel das Bioholzprojekt. Das ist ja ein Riesending. Jörg, du bist einer der führenden Totholzforscher. Und du bist jetzt hier in dem Forschungsprojekt Bioholz aktiv, was sich aus verschiedenen Arbeitsgruppen in Deutschland zusammensetzt und Totholzforschung betreibt. Wozu brauchen wir Totholz im Wald? Ohne Totholz haben wir wesentlich weniger Vielfalt, weniger Arten im Wald. Ungefähr ein Drittel aller Arten im Wald ist fix an Totholz gebunden, brauchen also unbedingt Totholz. Ein ganzes Drittel, aber es sind bestimmt nochmal ein weiteres Drittel, was Totholz gerne nutzt, eben dann fakultativ. Und ohne diese ganzen Arten wäre unser Wald wesentlich ärmer oder ist es zum Teil auch ärmer. Und auf der anderen Seite nutzen wir aber als Menschen diese Vielfalt ganz intensiv. Man braucht bloß mal in ein Lebensmittelgeschäft gehen, die Hälfte aller Produkte ist auf Pilzbasis. Okay. Pilze, die am Totholz wachsen, das ist uns bloß oft gar nicht bewusst. Ja. Und diese Angst, diese ganze Vielfalt zu verlieren, die wir irgendwo auch wieder brauchen könnten, ist ein Antrieb, um Vielfalt zu erhalten. Und was suchst du jetzt an dieser dicken, alten, abgestorbenen Fichte? Was mich hier interessiert, sind die Fruchtkörper hier von dem rotrandigen Baumschwamm, die den Baum zersetzt haben. Der bietet Lebensraum für ganz bedrohte Arten. Unter anderem ein Totholzkäfer, Peltis grossa, ein Urwaldrelikt. Und der ist eben sensationellerweise nach 115 Jahren heuer zum ersten Mal wieder im Nationalpark aufgetaucht. Du liebe Güte. Und der braucht altes, dickes Totholz. Totholz mit diesen Fruchtkörpern dran. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den finden. Ja, guck mal, da bin ich ja gespannt. Das ist ja wie Safari. Hammer, da sitzt einer. Hasten, das ist er. Das ist er. Ein Riesenteil für einen Käfer bei uns. Ne? Ja. Und deswegen, große Käfer brauchen immer dickes Totholz. Also es ist wichtig, dass es dickes Totholz im Wald gibt. Wie viel brauchen wir davon? Sag mal so eine Hausnummer. Wir haben mal ausgerechnet über alle Waldlebensräume in Mitteleuropa, dass man ungefähr so 40 Kubikmeter braucht. Pro Hektar. Pro Hektar. Ja. Wir haben aber neuere Erkenntnisse, die zeigen, dass es gar nicht mal so die Menge an sich ist, sondern eher die Vielfalt. Okay. Sprich, wenn ich als Wirtschafter intelligent vorgehe und gezielt Totholzvielfalt schaffe und erhalte, kann ich eine hohe Artenvielfalt erhalten und kann trotzdem noch wirtschaften. Aber ich muss eben genau wissen, wie ich vorgehe. Es gibt aber auch eine andere Perspektive auf den Wald. Darin spielt die göttliche Schöpfung eine wichtige Rolle. Peter, schön, dass du Zeit für uns hast. Du bist forstlicher Betriebsleiter in einem Waldbetrieb Eichelberg. Du bist auch noch Forstberater für das Bistum Passau. Mhm. Und in diesem Rahmen hast du ein Waldkonzept erarbeitet, das heißt schöpfungsorientierte Waldnutzung. Mhm. Was bedeutet das? Eine Waldnutzung, das heißt eine Forstwirtschaft zu betreiben, die möglichst große Rücksicht nimmt auf das, was natürlicherweise vorhanden ist. Also auf die göttliche Schöpfung, wie die Kirche sagen würde, oder auf die biologische Vielfalt, Biodiversität, wie die Wissenschaft das ausdrücken würde. Das ist das Hauptziel dieser schöpfungsorientierten Waldnutzung, die
in den letzten Jahren, seit 2015, auch sehr starken Rückenwind bekommen hat durch die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Ah, okay, stimmt. Franziskus bringt da genau diese Sorge um das, also wie er es nennt, die Sorge um das gemeinsame Haus zum Ausdruck, also die Sorge um unsere Erde, die von uns Menschen sehr stark ausgebeutet wird, was sich auch in der Waldbewirtschaftung widerspiegelt. Also, und wir versuchen eben in diesem Konzept der schöpfungsorientierten Waldnutzung das runterzubrechen auf unsere konkrete praktische Arbeit im Wald, mit dem, was vorhanden ist, zu arbeiten, ohne das wesentlich zu verändern. Kann man ökonomisch arbeiten, da trotzdem sozusagen Totholz als Ressource vorhalten? Ja. Also ich bin nicht nur der Meinung, dass das geht, sondern ich bin sogar der Meinung, dass das absolut notwendig ist. Also dass man natürliche Systeme nur dann langfristig auch ökonomisch erfolgreich bewirtschaften kann, wenn man versucht, die natürlichen Prozesse, die dort ablaufen, so weit wie möglich zu integrieren. Unter forstwirtschaftlichen Bedingungen werden Fichten ca. 80, Buchen nach ca. 120 Jahren geerntet. Ohne menschliche Nutzung können sie aber viel älter werden. Buchen bis 350, Fichten bis 600 Jahre. Diese Differenz, diese Alterungsphase stellt wichtige Ökosystemleistungen zur Verfügung. Zum Beispiel viel Totholz mit Baumhöhlen für den Habichtskauz. Wenn ein Wald diese Funktion auch haben soll, dann muss eine Gesellschaft dafür bezahlen. Wir haben hier Häckselmaterial angehäuft, das auch Lebensraum für verschiedene Organismen sein wird. Und einer der Erstbesiedler ist ein Schleimpilz, die Hexenbutter, die hier zerfällt in Abermilliarden von Sporen. Christian, wir sind hier im Rheiner Wald. Das ist ein Schutzgebiet, was dem LBV gehört, in der Donauaue. Der LBV darf keine Gewinne machen. Da könnt ihr natürlich gut Totholz produzieren für ein Forschungsprojekt Bioholz. Was sehe ich jetzt hier? Das hier ist ein künstlicher Totholzhaufen, eingebracht mit großen Maschinen, sogar aus anderen Gebieten her eingebracht. Warum? Erstens, um Totholz anzureichern, weil wir hier in weiten Gebieten noch zu wenig Totholz haben. Und zweitens, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um, so unsere Hoffnung, mit diesem Totholz seltene Arten mit einzubringen, die hier vermutlich erloschen sind. Gibt es natürliche Prozesse, die das irgendwie früher bereitgestellt haben? Bevor der Mensch die Landschaft umgestaltet hat, die Flüsse auch entsprechend gezähmt hat, haben diese Flüsse über weite Strecken bei Katastrophenereignissen, Hochwassern Stämme verfrachtet, mit diesen Stämmen auch die Organismen, sodass das letztendlich hier die Nachahmung eines natürlichen Prozesses ist. Auch wenn es sehr künstlich aussieht. Okay. Philipp, schön, dass du für mich Zeit hast. Was hast du eigentlich in dem Bioholzprojekt gemacht? Also wir von der Arbeitsgruppe an der Universität Greifswald, wir haben uns mit der Wahrnehmung der gesellschaftlichen von Totholz beschäftigt. Wird es überhaupt wahrgenommen in Wäldern? Und wenn ja, wie? Positiv, negativ? Was sind so die beeinflussenden Faktoren? Wir haben verschiedene Methodiken eingesetzt. Eine ganz interessante war, dass wir den Waldbesuchern selber Kameras gegeben haben und ihnen gesagt haben, sie sollen vom Wald Bilder schießen. Die sollten selber die Motive auswählen und da war aber dann sehr viel Totholz dabei. Über 100 Jahre hatten wir zu wenig Totholz in unseren Wäldern. Viele totholzbewohnende Arten sind deshalb sehr selten geworden oder sogar ausgestorben. Aktuell bescheren uns klimawandelbedingte Dürren sehr viel Totholz. Das ist aus forstwirtschaftlicher Sicht sicher eine Katastrophe. Mit Blick auf die biologische Vielfalt allerdings könnte es auch eine Chance sein, wenn wir sie intelligent nutzen.